Okay, wo ist denn Mickey gerade? Zu Hause. Das Ding ist halt, Vergessen ist halt gerade nicht da, ne? Sieh zu, wie das Vergessen die Blumen an Mickey im Dorf übergibt. Vergessen ist halt gerade nicht da. Wir können das wahrscheinlich nur machen, wenn er ohnehin hier im Tal ist. Okay, Frage an den Chat. Ich brauche mal kurz eure Hilfe. Es gibt ja mit Sicherheit feste Zeiten, wo Vergessen hier im Tal unterwegs ist. Mag einer mal ganz kurz nachschauen, wann Vergessen immer im Tal unterwegs ist? Und damit wir das so ein bisschen dahingehend abtimen können. Ich mach derweil schon mal die Lieblingsgeschenke für Ursula. So, lila Bartfahren, Kaffee und mediterraner Salat sollten wir hinkriegen. Egal, Kaffee. nein. Hier. Lila Bartfaden. Das ist er hier. So, wir mal eben die Sachen hier reinschmeißen, wenn wir sowieso hier sind. Mediterraner Salat und Kaffee. Gut, bei Kaffee würde ich jetzt mal vermuten, das ist einfach Kaffee. Den ich jetzt übersprungen habe. Das sind Erdnüsse. Hier ist Kaffee. Einen Kaffee. Und mediterraner Salat, der müsste hier sein. Okay, ist es nicht. Dann war, ist er vielleicht hier. Nee. Wo ist mediterraner Salat jetzt? Haben wir den noch nicht? Haben wir noch keinen mediterranen Salat? Doch. Nee, haben wir nicht. Wir haben noch keinen mediterranen Salat. Oh Gott, ey. Finde leider nichts zu mit dem Vergessen. Echt? Okay. Okay, interessant. Müssen wir nochmal schauen. Spielen wir mal unser Spielchen, unser Kochspielchen, Freunde. Mediterraner Salat. Ich könnte natürlich jetzt probieren, machen und tun. Ich weiß natürlich, dass da halt irgendwelche ja, mediterranen Zutaten drin sind. Aber ich will jetzt nicht ewig lange hier rumprobieren, deswegen kürzen wir das Ganze mal eben ab. Also, sobald der Chat ready ist, let's go. So, während der Chat gerade am Suchen ist, schaue ich selber nochmal eben nach dem Vergessen zur Sicherheit. So auf die Schnelle finde ich es gerade nicht. Rezept habe ich. Alles klar. So, fangen wir mal an. Paprika. Paprika ist doch bestimmt drin. Nö. Oh, okay. Tomate. Ist drin. Salat. Also wahrscheinlich ist da Salat drin. Ja.
Gibt es von einer der Zutaten, die wir reinpacken, ist davon eine mehr als einmal drin? Also sowas wie zweimal Salat oder zweimal Tomate oder wie auch immer, oder? Ne? Also von irgendeiner Zutat mehr als eine da drin. Okay, ist mal nur eins. Alles klar. Was ist mit Zwiebel? Eine Zwiebel ist auch drin, okay. Wie sieht's denn aus mit Gurke? Ich überlege gerade, was so in irgendeiner Form mediterran sein könnte. Ist auch drin, okay. Sehr schön, dann fehlt uns nur noch eine Zutat. Ist die letzte Zutat ein Gemüse? Nö. Alles klar. Dann ist es vermutlich das, was ich denke. Ist es Basilikum? Vielleicht. Okay, ich vermute mal, dass es dann ein Gewürz sein soll. Ich probiere es mal mit Basilikum. Meterasat, jawohl. Genau, es ist ein Gewürz gewesen. Es ist, wir hätten auch Oregano oder sonst was nehmen können, aber alles klar. Dann passt das. Zane schreibt einfach nein. So, dann haben wir die Sachen für Ursula zusammen, genau. Oder 10 als Gewürz, okay. Ja, natürlich, klar. Basilikum ist doch ein Gewürz. Also, Kräuter halt. Oh nein, ich habe Oregano gesagt, ne? Jetzt kommt das wieder, geht das wieder los. Ja, ich darf dieses Gewürz nicht aussprechen. Ich habe was für dich. Ein Kaffee erstmal. Guck mal. Lecker, lecker. So, und während du deinen Kaffee genießt, hier habe ich noch ein leckeres Blümchen für dich. Besser ist es. So, und zum Nachtisch noch mediterranen Salat. Diese Lache einfach. Okay, dann haben wir 3 von 6 Geschenke fertig. Das mit dem Vergessen ist so ein bisschen doof. Also es gibt bestimmt Zeiten, wo Vergessen im Tal ist. Hm, sieht so, wie das Vergessen die Blumen an Mickey im Dorf übergibt. Ah! Damn it! Apropos, weil ich nochmal gucken will, ist das überhaupt richtig mit dem Biest? Ja, mit einem sehr haarigen Prinzen Zeit verbringen. Ich gehe jetzt nochmal zum Albtraumschloss. Fazit zu meinem Kuchen, er ist durch und lecker. Ja, juhu, das freut mich auf jeden Fall. Wo bist du vergessen? Du brauchst du feige Nuss. So. Was ist hier für ein Geräusch eigentlich? Ich sehe ihn nicht. Vergessen? Hier nicht. Vergessen?
mal, da ist die Karte wieder. Ja, dieser kleine... Ah. Drei Länder wird es noch geben. Der kleine Sneak Peek. Vergessen! Und hier ist auch irgendwie so eine ganz merkwürdige Tür. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die irgendwann nochmal betreten werden kann. Vergessen? Ich meine, ich finde das gut, dass ich den hier nicht treffe. Lager öffnen, ist da noch was drin? Nö. Weil... Das könnte bedeuten, dass er wieder ins Dorf gegangen ist. Er ist nicht hier. Aber er ist auch nicht hier. Hä? Wo ist vergessen? Vergessen ist weg. Hilfe! Okay. Ich will mal ganz kurz was probieren, Freunde. Ja, können wir mal speichern. Ich starte nochmal kurz das Spiel neu. Weil ich habe vielleicht die Hoffnung, dass... Ne, weil das nur eine relativ neue Quest ist bestimmt, dass das irgendwie vielleicht noch verbuggt ist oder so. Dass es vielleicht jetzt funktioniert, wenn wir wieder reingehen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Da war gerade diese Warnung, die ich gemeint habe. Mann! Mein Ohr juckt. Okay. Okay, er muss sie aber im Dorf übergeben. Uns mal probieren, vielleicht eben Mickey mitzunehmen. Die auch einfach vor der Tür stehen. Einfach im Regen und nichts machen. Hallo du! So, komm mal mit. Wie schnell du nicht abgeholt. Dann probieren wir noch mal schnell. Wie gesagt, ich vermute, dass es eher dann funktioniert, wenn wir, also wenn er eh im Tal ist. Aber er ist halt auch einfach nicht hier, ne? Er ist einfach nicht da. Vergessen ist verschwunden. Normalerweise ist er entweder im Dorf oder im Schloss. Im Moment ist er weder noch. Ach, da ist er. Da steht er gerade. Habe ich keine Ahnung. Wo ist Mickey? Wir haben Mickey verloren. Hey, vergessen.
ganze Zeit, manchmal niemals, fühlst du dich seltsam bist. Manchmal. Aber jeder scheint dich zu mögen. Wir hatten das schon mal. Jeder ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Okay, das hatten wir. Bla bla bla. Mann. Also ich glaube, es funktioniert tatsächlich nur, wenn wir im Dorf sind. Also, wenn er ins Dorf kommt, so rum. Und im Internet soll da nichts drüber stehen? Wo ist Mickey eigentlich? Ich bin gerade wieder angelaufen. Aber egal, ich war ja nur mal ein Experiment mit Mickey. Ich brauche ihn ja gar nicht. Ich hole mir jetzt Beast wieder. Der Beast! Hier, gibt nichts zu essen. Gebackene Früchte und Creme. Backcreme und Früchte, so rum. Das brauchst du nicht. Du bist schon groß und stark. So, siehst du, wie das vergessen? Okay. Aufgaben, verbringe Zeit mit einem haarigen Prinzen. Das machen wir. Wir wollten auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld machen, indem wir da oben die Kürbisse einmal abernten. Jetzt bei dem Wetter brauchen wir sie theoretisch auch nicht mal gießen. Okay, läuft auch relativ flüssig. Das ist gut. Jetzt hakelt er gerade ein bisschen. Okay, wir machen die Reihe nochmal fertig. Dann sammeln wir erstmal auf. Quatsch. So. Oh, da war noch einer. Und Nachzügler. Haben wir auch nochmal gestreichelt bei der Gelegenheit. Wir haben unsere Hände gar nicht mehr Kontrolle gehabt. Die waren so im Erntefieber. Ja, komm. Gib Gas. Ich habe keine Lust, die alle einzeln aufzuheben hier. Nämlich schon an. Nein. So. Okay. Dann kaufen wir einmal 80 Samen. Hey, du. Sehe gar nichts. Dies, du stehst natürlich gerade exzellent. Und dann bing, 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 bing. So, 153.000. Geil. Sind wir wieder bei über 1 Million. Nice. Bis bald. Und wir haben sogar 3 Gemüse verkauft. Oder 243.
würde ich nämlich Beast gerne auch noch einen anderen Beruf geben. Wir haben ihn ja eigentlich nur auf Gartenarbeit geskillt, weil wir das besser nutzen können zum Leveln. Ich überlege gerade, was wollen wir dem Beast stattdessen geben? Vielleicht Bergbau? Ich glaube, wir könnten mal wieder Bergbau machen. Wir hatten auch noch von irgendwas ein Buch. Ich glaube, das war sogar Bergbau. Aber Bergbau oder Graben, die beiden Sachen passen irgendwie zu ihm. Aber ich glaube, Graben habe ich schon häufiger. Deswegen würde ich Bergbau nehmen. Dann müssen wir uns sowieso gerade wieder etwas regenerieren. Das passt ganz gut, weil wir müssen nach Hause. So. Dann lass mal kicken. Hier hinten meine ich, war das drin. Jawohl, wir haben noch ein Bergbaubuch. Bergbau. So. So, ich habe was für dich. Das hier. Rolle geändert, Bergbau. So. Das mit dem Vergessen stört mich jetzt. Ich würde es gerne weitermachen, aber es geht im Moment nicht, denn Vergessen muss erst wieder ins Tal kommen. Ärgerlich. Okay, pass auf. Ich setze mich mal auf meine Lieblingsbank, Freunde, und dann machen wir mal eine kurze Pause, wo ich mir einen neuen Kaffee hole. Auch wenn es jetzt gerade nicht so unbedingt das Parkbankwetter ist. Aber was sein muss, muss sein. Wir machen eine kurze Pause. Sehen uns gleich wieder. Dann mit frischem Kaffee. Und mal schauen, was noch geht. Bis gleich. Ja, und dann machen wir auch direkt weiter. Wir erheben uns. Hier sehe ich noch so ein weißes Blümchen, nehme ich mal eben mit. Ja, Kaffee ist wieder am Start. Ich glaube, ich brauche auch einen, bevor ich nach dem Stream lernen gehe. Kaffee geht immer. So, ja. Das Ding mit Vergessen. Das ist nicht so geil. Wir haben aber fast die Quest hier mit Beast fertig. Das heißt, wir müssen im Prinzip jetzt gerade nochmal 5 Minuten überbrücken. Indem ich vielleicht nochmal eben... Oh, ein bisschen sammeln. Wie sieht denn der aus? Wer vergessen? Den haben wir doch schon zigmal heute gesehen, Zane. Du musst einfach zugucken. Oh nein, jetzt habe ich das Oregano gesammelt. Ach, weißt du was? Komm, ich nehme einfach ein Tier. Bin ich gesehen, ja, ich sag ja, muss zugucken.
voll helfen. Hier noch ein bisschen Oregano. Oh, das ist natürlich ein Loch. Die sind überall, diese Löcher. Wie gesagt, 5 Minuten gerade irgendwie überbrücken. Holz. Weißt du was, ich nehme diesen Knobi auch nochmal mit. Ja, weil er bei uns im Vorgarten wächst. So. Mal gucken, was wir dann noch für eine Quest bekommen. Ich hoffe, irgendwas, wo wir weitermachen können aktiv, weil ansonsten wird das ziemlich blöd, wenn wir gerade sonst nirgendwo weiterkommen. Zack. Teleporten, auch wenn es ein bisschen vorne ist, muss glaube ich ja einmal den Bereich aktualisieren. Ah, fertig, sehr gut. So, serviere leckere Bestellung. Yay! Ich darf wieder kochen. Und das Beste ist, er will ja auch was, deswegen müssen wir ihn mal ganz kurz entlassen. So, ich weiß gar nicht, ob da, ich glaube, das sind gar keine 5 Leute im Moment da. Schauen wir mal. Wir haben 1, 2, 3, ja, Gebäckcreme und Früchte, fangen wir damit mal an. Gebäckcreme und Früchte. So, liebes Herr Biest. Hallo. Hier Ihre Bestellung. Weißt du, wo Belle ist? Erstmal was zu essen. Erstmal essen gehen. So, servieren ein Gericht im Restaurant. Das haben wir dann jetzt auch mal abgeschlossen. Krapfen und Nudeln mit Gemüse. So, Nudeln mit Gemüse haben wir ja heute schon mal gemacht. Das ist kein Problem. Nudeln mit Gemüse. Und leckeren Krapfen. Ich weiß gar nicht, ist das ein Nachtisch? Krapfen. Jawohl. Ba-ba-bam. So, bereiten 2 Gerichte zu. Wir schließen die ganze Zeit wieder Dreamlet-Aufgaben ab. Hallo, Kind. Also, ich habe eine Bestellung. Einmal Krapfen. Ich danke dir, Liebes. Und Nudeln mit Gemüse. Für den Piraten. Da ist auch Grog drin. So. Tschüss. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Nein. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass Vergessen-Moment nicht da ist, wir die Quest logischerweise dann nicht weitermachen können. Event. Kommen wir hier halt im Moment auch nicht weiter. Endet in 24 Tagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 65 Punkte haben wir auch gerade noch. Ich nehme mal hier so ein bisschen die Schminke gerade noch mit. Das hier sind Motive. Hier nochmal ein bisschen Schminke. Krabbeltiere. Oh, den haben wir noch gar nicht. Skellingtonberg. Oder Skellingtonsberg. Dann würde ich gerade mal eben die Pünktchen nochmal sparen. Ah, verdammt. Jetzt habe ich mir diese beiden Motive halt geholt, ne? Ärgerlich.
Naja, gut, okay. Ja, wir brauchen nochmal 5 Punkte. Ja, wir können momentan halt nichts machen. So, Dream Snaps, aktuelle Herausforderung. Wie gesagt, Dream Snaps ist nicht so mein Ding. Also, das in Vergessen entwurzeln kriegen wir am nächsten Mal fertig. Zumindest ist eins von beiden. Den Lieblingsgeschenk für den Koch, mit Dschungelkönig plaudern und einer Meerhexe Lieblingsgeschenk geben. Und die Bestellung würden wir auch fertig kriegen. Würden wir theoretisch auch jetzt schon machen können. Wir müssen eigentlich nur warten, bis da neue Leute reinkommen. Ich weiß aber nicht, wann dies der Fall sein wird. Und das ist dann natürlich nicht so geil. Ich würde gerne Vergessen weitermachen. Theoretisch. Ja, naja. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Dann würde ich euch, liebe Freunde, für den Moment, auch wenn wir gerade Pause gemacht haben, das natürlich ist blöd, für mich ist es gut, für euch ein bisschen komisch auf YouTube. Ich würde euch mit Disney Dreamlight Valley dann erstmal jetzt entlassen. Und wir wechseln dann... Oh, ich sehe hier ein Spukhaus. Aha. Spukhaus Before Christmas. Hm. Diese Sachen haben. Sally und Mikeys Wohnung. Gibt ein Haus ein völlig neues Aussehen. Ist die Frage, wenn wir das hier aufbauen, kriegen wir aber nicht zufällig die Charaktere davon, ne? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Sternfahrt. Aktiviere Prämienstellung, schnelle Marken zu sammeln und exklusive Belohnungen freizuschalten. Du erhältst noch mehr kultige neue Looks und besondere Möbel, mit denen du dein Dorf dekorieren kannst, um es da zu glänzen. Brauchen wir nicht. Elegantes Wall-E-Traumbündel. Ja, die Sachen, die... Die Traumbündel werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Wir werden im Stream gleich umschalten und liebe Freunde, für euch auf YouTube erst einmal danke fürs heutige dabei sein. Wir sehen uns, je nachdem wie ich schnelle, gleich oder in der nächsten Folge wieder. Dann geht's nochmal weiter mit der Quest vom Vergessen. Ich hoffe, die können wir beim nächsten Mal machen. Und was ich mir fürs nächste Mal gerne mit euch vornehmen würde, wäre das erste Traumbündel, was wir uns dann einmal ansehen werden. Jawohl, wir sind ja mit Belle und dem Beast soweit fertig. Also, den Patch selbst haben wir soweit, was die Charaktere angeht, abgeschlossen. Wir werden natürlich nebenbei noch ein bisschen Sternfahrt machen. Den machen wir jetzt auch zusammen fertig. Und na, wie gesagt, dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann nochmal uns... Das Traumbündel ansehen, das erste. Ich hatte ja letztens schon mal gefragt, welches wollt ihr zuerst sehen. Bin gespannt, was ihr da so schreibt. Ansonsten schauen wir einfach mal. Ist ja nur 50-50 Chance, ne? Wisst ihr Bescheid. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Macht es gut. Und ciao, ciao.